feeling in my system. Coming to my head. In this life of mine, I just wanna see you dead. Making all this money on my boss shit. Was geht ab, Leute? Ich hab riesen Überraschungen für euch, wie ihr sehen könnt. Es wird ganz, ganz heiß. Denn Shanks ist da. Ich war noch nie so gehypt auf einen Charakter wie dieses Mal. Also, oh mein Gott, guckt es euch einfach an. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ihr glaubt es mir nicht. Ah, dieser Blick am Ende. Okay, das sah auf jeden Fall ein bisschen aus nach Rayleigh. Ben Beckman ist auch da. Wild. Sehr, sehr wild. Alter, das sieht so verdammt geil aus. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam nochmal an. Also das sieht mir aus wie Rayleigh sein Skill, nur geiler. Also so kommt es mir auf jeden Fall rüber. Ja, wild, 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 wild. Was soll ich sagen? Richtig, richtig wild. Krank. Einfach nur krank. Ben Beckman. Nice, den auch mal zu haben, aber wir wollen Shanks. Der Skill sieht auch geisteskrank aus. So, kommen wir auf jeden Fall zu den Traits. Wie ihr sehen könnt, Nullify Stun. Wenn ihr Nullify Stun recovers 15% of HP, auf jeden Fall gut. Wenn performing a perfect dodge, inflict self with red hair. Ah, okay, für 5 Sekunden. Also wenn man perfect dodge hinkriegt, dann geht er in diesen Haki State. When dealing damage on a third hit of normal attack combo, knock enemies back. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Gegen Odin und Yamato. Auf jeden Fall richtig nice. So, kommen wir zu dem ersten Trade. When attacking an enemy while you are in Red Haki State, reduce enemy's max HP by 50% of damage dealt. Okay. Das ist wild. Wild, wild, wild. Boah. When your HP is more than 70%, change stone to a stagger effect. Okay, so wie bei Roger. After receiving damage from an enemy which is more than 20%. Ey, das ist ja geistkrank. Das ist wie Roger als bessere Version. When you knock back an enemy, increase attack. Und jetzt überlegt mal, der hat ja bei den normalen Attacks hat der ja schon so ein Knockback. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Knockback macht, kriegt ihr nochmal 20% ACK drauf. When your team has less treasure secured, boost the cooldown reduction speed of skill 1 by 50%. Okay, also wenn wir hinten liegen mit den Flaggen, kriegen wir auf jeden Fall nochmal eine Cooldown Reduction von 50%. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Was soll ich dazu sagen? Er fühlt sich oder hört sich auf jeden Fall so an wie so ein besserer Roger, der richtig OP ist. Also boost Cooldown Reduction Speed of Dodge by 50% after KOing enemy. Reduce. Okay, jetzt bin ich raus. Das, ey, das ist wild. Das ist einfach zu wild. Ihr, nachdem ihr einen Gegner sozusagen KO, kriegt ihr nochmal eine Cooldown Reduction auf Skill 2 mit 30% und ihr regeneriert 15% HP. Was echt wild ist. Was? Ey, ich bin so hyped. Morgen gibt es natürlich nochmal ein neues Video. Ich hoffe, ihr seid alle mit am Start. Eventuell streamen wir auch. Denn wir haben ja genügend Stones. Wir wollen Shanks definitiv haben. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall gleich auch nochmal die Skills von ihm an. Was für Effekte die haben. Und ja, auf jeden Fall, Leute, das wird auf jeden Fall wild. Ich bin richtig hyped. Ich habe richtig Bock drauf. Und ja, was soll ich sagen? Guckt es euch an. Also ich... Wild. So, ich blende euch jetzt mal nebenher noch das Survival 100 Game von Shanks an. Das habe ich mir gerade eben schon angeguckt. Wahrscheinlich für euch richtig nice zu sehen.
Ja, auf jeden Fall wird das auf jeden Fall richtig, richtig wild. Guckt es euch an. Also das ist ein würdiger Shanks. Definitiv. So, kommen wir zu den Skills. Griffin Trust. Begin charging by holding down the skill button. Put the character in Red Hat Haki State. Okay, das heißt, es ist ein aufladbarer Skill und ihr kommt da in diesen Red Hat Haki State. Das heißt, when in Red Hat Haki State, the character can only be targeted by normal attacks, cannot be staggered against status effect notification. Ey, wild. Das heißt einfach, wenn ihr in diesem Red Haki State seid, dann ist es nämlich so, dann könnt ihr mit euren Skills Shanks einfach nicht attackieren, nur mit normalen Attacken. Und zum Beispiel Akainu, sein Skill und dieses mit den Flammen etc., wenn ihr da affected seid, das geht bei ihm nicht. If you let go the skill button before the charge is complete, the charge will cancel and you will attack normally, okay. If the charge, unleash a different attack, okay. Auch gut, da macht ein anderer eine Attacke. Ah, wild. So, Skill 1. Red Hat Onslaught. Move towards enemy at long range and attacks with a knockback-Effekt. Okay, also das ist so wie, wenn ich das richtig verstehe, so wie bei Rayleigh. Nur wahrscheinlich stärker. Move towards enemies at long range and attacks with a knockback-Effekt. Damage dealt with ignore damage reduction. Okay, Kaido, you fell off. My brother, Kaido, du bist weg. Einfach weg. Ey, das ist geistkrank. Also, ich bin sprachlos. Das ist doch ein Shanks, den hätte man sich doch damals schon gewünscht. Wir haben ja den V1 X Shanks schon auf Level 100. Das waren so meine ersten Videos. Ich habe ja damals auch gerebrollt ohne Ende, einfach nur um ihn zu bekommen. Ja, es folgen auf jeden Fall mehrere Videos, vor allem wenn wir ihn auch ziehen. Inshallah, so hoffentlich. Ja, ansonsten, es ist echt wild. Das ist wirklich wild. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid soweit bereit. Ihr habt eure Songs aufgespart. Und ja, wir sehen uns morgen, denn morgen am 25.08. kommt der raus. Bis dahin, Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.